Hast du Hoffnung auf Erfolg? Natürlich. Aber das ist nicht anstrengend. Okay. Wenn es auch nicht so sehr groß ist, aber... Seit wann hast du dich mit dem Thema beschäftigt? Beschäftige ich mich schon seit Jahren. Jörg, was ist denn das erste Problem hier? Dass der Saal nicht groß genug ist für die Anzahl der Besucher. Also wir haben nur begrenzt Platz hier. Wir fangen gleich an. Und mehr Leute als reinpassen, passen nicht rein. Gibt es einen größeren Raum? Nee, also wir haben auch einen größeren Saal, der ist mit was anderem belegt. Und es gab jetzt keinen Anhaltspunkt für mich, mit so einem großen Andrang zu rechnen. Aber stehen oder? Wir dürfen dann stehen, wenn es so lange ruhig ist und ich verhandeln kann. Dürfen Sie hier auch stehen? Dankeschön, das ist sehr gut. Ja. Aber wenn nicht, dann müssen wir hier das ein bisschen dann in geordnete Bahnen bringen. Also werde ich auf alle Fälle als gutes Zeichen, dass ja ein großes Interesse an dem Thema da ist. Die Tür muss bitte zu vom Saal. Ist vor mir recht erstmal so weit, dass in 14 Tagen ein schriftliches Urteil in Aussicht gestellt ist. Und die Argumente sind erstmal in einer entspannten Atmosphäre von dem Richter entgegengenommen worden. Und insofern wollen wir mal schauen, ob dort ein Ergebnis herauskommt, wo wir dann auch mit unserer Argumentation vielleicht einen Schritt weiterkommen auf dem juristischen Weg. Also im allergünstigsten Fall könnte es passieren, dass der Richter das nicht abweist, sondern weiterverweist ans Bundesverfassungsgericht, was natürlich ein großer, großer Schritt wäre. Wenn das gelingen würde, wäre das wünschenswert.